Alter, was geht ab, Leute? Und hier seht ihr das. Special Edition. Music. Problem ist immer, wenn ich eine Dose, neue Dose kaufe für meine Sammlung. Du kriegst einfach einen 6er-Pack. Das heißt, ich muss die irgendwann mal aufbrauchen. Jetzt kommt das Special-Paket. Das ist von meinem Facebook-Kontakt. Extra gekauft. Ein paar Special-Dosen. Da bin ich echt gespannt, weil das sind nicht die nur nach 15. Also das konntest du einfach auf die Amazon kaufen oder so. Africa 25 Jahre Special. Okay. Limited Edition. Super saftig. Also Africa gibt es schon lange. Offensichtlich, weil 25 Jahre Africa habe ich. Oh mein Gott. League of Legends. World Edition. Keine Ahnung von aus welchem Land das kommt. X Recharge Aqua Collection Marine Splash. Paul Rodriguez Special Collection Edition. Und X What? Also ich habe Leather und Cookies, aber in einer anderen Version und das ist so What Edition, keine Ahnung. Erstmal Mittagessen mit einer Kollegin. Auf zu Brot und Klos. Das ist das Problem, wenn man den Laden hypt. Dann wollen alle Leute dort mit einem Essen gehen. Sandwiches kennen die schon. Ja. Ich habe mir die Klos heute gegönnt, Leute. Super soft, so ein Design. Der Kollege Pogo München hat die auch getestet. Mit extra Pastrami. Mit extra Grillgemüse. Kann ich dir nicht sagen. Dein hatte ich auch noch nicht. Was ist das? Grünwalder. Burgersoße. Interessant. Dieses, was ich aus Russland bestellt habe, war voll eklig, Mann. Das, was ich aus Russland bestellt hatte von diesen einen UFC-Kämpfer, war richtig eklig. Und die wollten nochmal extra Zoll haben. Ja. Nee, nicht. Nur ist gesagt. Echt jetzt? Egal, was du jetzt bestellst, du musst immer zahlen. Leider. Super saftig, Leute. Heute mal Klos, Alter. So, schneiden wir in ein Klos, Alter, Leute. Man sieht dich doch gar nicht. Ja, aber man hört. Ein lecker Knödel, ja. Was sind das für Menschen? Das ist ein Ausflug. Nach Schwabing. Kommst du, Alter? Ein zweiter Kloß. Knödel. Drei verschiedene haben die. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kloß und Knödel? Schreibt in die Kommentare. Schreibt es unten in die Kommentare, Leute. Was ist der Unterschied zwischen Kloß und Knödel? Und der hat dich angesprochen. Also mich spricht der Käsekuchen mehr an. Yo, jemand hat meinen Link Cake benutzt. Link Cake? Cake Link. Nach langer Zeit mal wieder. Ich glaube auch, ich habe schon alle ausgeschöpft. Ich meine, wir haben nur ein paar hundert Zuschauer und da haben sich schon eine Menge Leute angemeldet. Aber Cake hat momentan eine Werbeaktion zu den Olympischen Spielen. Da kriegt ihr mehr sogar. Momentan kriegt ihr als Anmeldebonus $30 im Wert von DFI. Und momentan kriegt ihr sogar $50. Für alle, die, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich noch welche gibt, die überlegt hatten, unsicher sind, wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, auch wenn Krypto ist ein bisschen lower, DFI ist ein bisschen niedriger. Guter Zeitpunkt eigentlich zum Einsteigen. Aber ich denke, ihr seht alles, was ich euch zeige. Unser Portfolio, das Portfolio, was so reinkommt. Cashflow, Lifestyle, auch wenn ich mir jetzt nicht die überkrassen Uhren oder Autos oder so, obwohl ich könnte, aber das ist halt nicht das, was ich haben will oder brauche, zeige. Es ist halt echt viel. Wobei, ich habe letztens auf dem Weg zum Kino einen Kollegen getroffen an der U-Bahn. Dann haben wir ein bisschen gequatscht, bis ich am Hauptbahnhof war und hat echt gefragt, kann ich davon leben? Ja, Digga, 20.000 bis 30.000 Cashflow tatsächlich, real talk. Und Leute glauben das tatsächlich immer noch nicht.
muss ich echt anfangen, irgendwelche scheiß Uhren und Autos zu kaufen, damit die Leute das glauben. Ich glaube nicht, dass da noch viele draußen sind, hier zuschauen, die mir folgen, die interessiert sind, aber sich noch nicht angemeldet haben. Also ich glaube, alle, die daran Interesse haben, die haben das gemacht. Aber Bitcoin hat sich, oder Krypto hat sich ein bisschen wieder stabilisiert. Es gab so einen Talk mit Elon Musk und dem Typen von CEO von Twitter und noch zwei andere. Und da hat Elon Musk eigentlich nur positiv über Bitcoin geredet. Er hat gesagt, dass seine SpaceX-Firma, Tesla und er selber Bitcoin halten. Er hält noch andere Coins und er hat den Bitcoin-Shirt an. Alles nur positiv, also war gut auf jeden Fall. Er sieht langfristig Bitcoin als Zukunft, hofft, dass es erfolgreich sein wird und dass das Energieproblem, wo auch immer das auf einmal herkam von ihm, dass sich das auch langsam zum Positiven ändert und immer mehr Renewable Energy da verwendet wird zum Bitcoin Minen, und das gefällt ihm auch und ja, alles positiv. Was nicht positiv ist, Chongs Show wurde geklaut, oh mein Gott. Wheel of Steel hat Tati gestern reingepostet auf Pro7 demnächst. The Wheel, Promis drehen am Rad. 1:1 geklaut von Chongs Wheel of Steel. Ich habe schon geschrieben, oh mein Gott, Anzeige geht raus, Mann. Puh, anstrengender Tag. Ich weiß nicht, was ich alles davon in den Vlog von Donnerstag packe und was ich alles in den Vlog von Freitag packe oder alles hinein. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen im Schnitt, aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst bestimmt, immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Wir sind nicht jeden Freitag live. In Bitcoin investieren, Cashflow generieren. Serious business und ciao.